Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Innenarchitektur, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, Sie heute zu unserem Anlass des VSI, der Vereinigung der Schweizer Innenarchitekten und Innenarchitektinnen, einzuladen. Mein Name ist Thomas Wachter, ich bin Innenarchitekt und hatte die Verantwortung, die letzten 8 Jahre für diese Vereinigung zu übernehmen. Das neue Jahr steht europaweit unter dem Thema des Kulturerbes. Wir als Innenarchitekten fühlen uns für das Kulturerbejahr 2018 ebenfalls mitverantwortlich. Wenn wir von Kulturerbe sprechen, dann meinen wir Innenarchitekten die historische Baukultur. Seit Jahren engagieren wir uns an dem vom SJA initiierten runden Tisch Baukultur Schweiz. Mit dem Manifest zur Baukultur haben wir gemeinsam mit weiteren Akteuren versucht, den Begriff der Baukultur zu fassen. Im Manifest geht es unter anderem darum, Baukultur nicht nur als die historische Bausubstanz im Sinne von Denkmalpflege, Heim- und Heimatschutz zu verstehen, sondern vielmehr breiter als das Gestalten unseres Lebensraums mit Handwerk, Ingenieurbau, Hochbauarchitektur, Landschaftsarchitektur und eben auch unserer Innenarchitektur. Wir verbinden mit Baukultur einen umfassenden Qualitätsanspruch auf unsere gebaute Umwelt. Innenarchitektinnen und Innenarchitekten befassen sich mit der räumlichen Identität für Menschen. Sie erschaffen Räume, die Menschen ihren Lebensbereich definieren, ein Zuhause, Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten, aber auch öffentliche Stadträume wie Bahnhöfe, Flughäfen oder Erholungsräume. Die Fragestellung nach deren Identität ist für die nachhaltige Nutzung und Baukultur entscheidend. Als Trägerschaftsmitglied des Kulturerbejahres 2018 in der Schweiz möchten wir der Frage nachgehen, welchen Beitrag die Innenarchitektur zur Baukultur leistet. Wir organisieren dazu 3 Veranstaltungen. Am heutigen Swissbau-Fokustag geht es um die Kernkompetenz der Innenarchitektur, die gebaute Identität. Die Geschichte unserer Pioniere werden wir am 26. Mai am World Interior Day in Zürich vorstellen und ehren. Und am 2. bis 4. November, am Designer Saturday in Langenthal, möchten wir einen Einblick geben, was die zeitgenössische Innenarchitektur für die zukünftige Baukultur tut. Die gebaute Identität stellt die Frage, wie Baukultur geschaffen wird. Wir möchten im Kulturerbejahr aufklären, welchen Beitrag die Innenarchitektur dazu leistet. Was sind die Schlüsselfaktoren, um den Anspruch einer hochstehenden Baukultur gerecht zu werden? Und mit welchen Maßnahmen wird die zukünftige Transformationsfähigkeit von Bauten erhalten, sodass Gebäude langfristig einen nachhaltigen Beitrag zur Baukultur leisten können? Eine gebaute Identität schafft dem Nutzer ein Vertrauen in die Zukunft. Identität kann jedoch nicht geplant werden. Identität kann nur gelebt und entdeckt werden. An einem Ort, der im Besonderen dieses Vertrauen schafft, indem er unsere persönlichen, kulturellen Werte reflektiert und in kollektiver Erinnerung bewahrt. Die Aufgabe der identitätsstiftenden Architektur, zu bauen, ist komplex und widersprüchlich. Jeder bauliche Eingriff zerstört zuerst Identität. Er sollte jedoch wiederum eine neue Identität stiften. Aufgrund dieses Zielkonfliktes gilt es, die Nutzerinteressen sehr genau zu kennen und unterschiedliche Ansprüche aufeinander abzustimmen. Der Strukturwandel in der Entwicklung unserer Dörfer und Städte ab dem 20. Jahrhundert führte zu einer gestalterischen Orientierungslosigkeit. Mit der Folge, dass bauliche Identität heute nur noch bruchstückhaft erlebt wird. In breiten Bevölkerungskreisen besteht eine unreflektierte Sehnsucht nach Heimat,
Das Wagenrad in der Gartenlaube ist ein exemplarischer Ausdruck dieser Orientierungslosigkeit, im Wunsch nach Geschichte und Vertrautheit. Es ist nicht einfach zu erkennen, wo der Kern der räumlichen Identität liegt. In der Not genügen ihnen oberflächliche Attribute wie Sprossenfenster, Satteldach, ziegelrote Farbe. Es ist aber nur eine oberflächliche Sicht auf die vermeintliche Identität der Architektur. Je differenzierter Menschen gestalterisch geschult sind, desto anspruchsvoller wird ihr Umgang mit solchen Attributen. Selbst verursachte Veränderungsprozesse sind einfach anzunehmen, weil der persönliche Gestaltungswille über dem möglichen Verlust von architektonischer Identität steht. Aber äußere gesellschaftliche Veränderungsprozesse sind schwieriger zu ertragen. Die kollektive Identität ist ein sensibler Zustand. Der Verlust kann zu schwerwiegenden gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Eindrückliche Beispiele sind Plattenbausiedlungen, wie wir sie aus der DDR, aus Frankreich oder auch die Gönnersiedlung in der Schweiz kennen. Sie gelten als Synonym des kulturellen und sozialen Missstandes. Eine differenzierte Architektur vermag jedoch eine Generation später trotzdem angenommen zu werden. Einige dieser Bauten werden heute als qualitativer Wohnraum geschätzt, andere wurden wieder abgebrochen. Somit hat die bauliche Identität auch viel mit dem Alter und der Möglichkeit einer gewachsenen Struktur zu tun. Voraussetzung dafür ist jedoch die hohe Qualität im Bauen. Dies sowohl im handwerklich-technischen Sinn als auch in der gestalterischen Differenziertheit. Nur langlebige Architektur schafft Identität. Nur eine menschliche Architektur wird von Menschen auch angenommen und nur eine brauchbare, funktionale Architektur wird auch langfristig überleben. Die bauliche Qualität ist neben der Transformationsfähigkeit der Schlüsselfaktor für die Identität und somit für die Baukultur der Zukunft. Deshalb ist Innenarchitektur nicht einfach der gute Geschmack und auch nicht die künstlerische Selbstverwirklichung im Bauen. Gute Innenarchitektur ist Gestalten mit dem Ziel, räumliche Identität für die Nutzer zu schaffen. Wir möchten heute mit 4 Kurzvorträgen von Frau Professor Sibylla Amstutz, David Marquardt, Carmen Gasser und Heiko Stahl auf dieses Thema sensibilisieren. Wir laden Sie im Anschluss an diese Veranstaltung mit Vitra herzlich ein zur Besichtigung der neuen Büroräume von Savile Peach in Weil am Rhein. Savile Peach zeigt dort das State of the Art zukünftiger Innenarchitektur für die Arbeitswelt. Ein Shuttlebus führt Sie nach dieser Veranstaltung da hinten um die Ecke, dorthin und um ca. 22 Uhr wieder zurück. Leider ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Bis jetzt sind wir praktisch ausgebucht. Wenn jemand spontan noch Interesse hat, teilzunehmen, kann er sich bei mir melden, so wie dass wir noch kurzfristig für einige wenige Plätze was organisieren könnten, wenn man nicht angemeldet ist. Gerne übergebe ich nun das Wort an Frau Claudia Schwalfenberg. Sie wird uns die nachfolgenden Referenten moderieren und die Podiumsdiskussion einführen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Thomas Wachter, für die Einführung, die schon wichtige Fragen gestellt hat für den heutigen Abend. Unter anderem, wie passen doch der Wunsch nach Vertrautheit und Veränderungen zusammen? Ich bin jetzt gespannt, was die 4 Referenten für Perspektiven zur Innenarchitektur als Treiber zukünftiger Baukultur uns eröffnen werden. Wir beginnen mit Professor Sibylla Amstutz. Sie leitet die Forschungsgruppe des Instituts für Innenarchitektur an der Hochschule Luzern, forscht und lehrt im Bereich Arbeitswelten, beschäftigt sich mit der Interaktion von Mensch und gebauter Umwelt, bedürfnisgerechtem Planen und Bauen sowie der Transformation von Innenräumen aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen. Heute wird sie über innenarchitektonische Baukultur sprechen. Frau Amstutz, wir freuen uns auf Sie.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Sie sehen es, gebaute Identität. Ich habe diesem Titel ein Fragezeichen hinzugesetzt. Je länger ich über diesen Titel nachgedacht habe, desto mehr Fragen sind bei mir tatsächlich aufgetaucht. Ich weiß genau, dass eigentlich alle von heute von Identität sprechen, aber das ganze Wort ist eigentlich sehr schwammig und man weiß nicht genau, was ist denn überhaupt die Identität oder was macht überhaupt die Identität aus. Man kann sagen, einerseits Identität, der Raum kann eine eigene Identität haben, wie ein Mensch eine eigene Identität hat. Ein Mensch, ein Raum hat eine Identität und grenzt sich ab von anderen Räumen, hat ein ganz eigenes Gepräge. Und die Frage ist dann, können wir dann auch Identität vermitteln über einen Raum, damit der Mensch irgendeine Identität wahrnimmt? Und da denke ich, wenn es einen Menschen gibt und einen Raum oder eine Familie und eine Wohnung, dann mag das vielleicht angehen, dass man sagt, ja, für diese Familie haben wir einen identitätsstiftenden Raum geschaffen. Und ich frage mich dann, Identität bei einer Gesellschaft, da möchte ich vielleicht Alain Berset zitieren, der gesagt hat, an der Eröffnung dieses Kulturerbejahres, er hat gesagt, wer sind wir, wenn wir darüber nachdenken? Man könnte leicht verzweifeln, weil wir heute in einer multikulturellen Gesellschaft leben und eigentlich das schwierig ist zu sagen, was ist denn überhaupt die Identität von unserer ganzen Gesellschaft, in der wir heute leben. Identität ist irgendwo auch eine Stärkung nach innen. Aber sie hat den Nachteil, dass der Begriff Identität auch eine Abgrenzung gegen außen bedeutet. Und ich möchte vielleicht an einem Beispiel, Identität ist heute in aller Munde, aber es gibt noch ein weiteres Wort, worüber ich gestolpert bin. Thomas Wachter hat das auch schon angedeutet. Bei der Recherche bin ich über diesen Artikel gestoßen, Heimat zeitgemäß. Also wir versuchen heute, eine Heimat wieder neu zu schaffen oder vielleicht eine Heimat neu zu definieren. Ich denke jetzt vielleicht nicht unbedingt an die Wagenräder, aber es wird doch irgendwie versucht, einen Stil zu imitieren, wie man das Gefühl hat, früher hätte man so gewohnt, was vielleicht eher einem Alpenidyll entspricht als unserer aktuellen zeitgemäßen Welt. Interessanterweise taucht dieser Begriff auf und es scheint so, als gäbe es irgendwie wieder eine Sehnsucht nach einer heilen Welt, trotz Globalisierung. Und ein ähnliches Phänomen gab es bereits 1910. Dem sagte man dann Heimatstil und das war eigentlich das Ziel von diesem Heimatstil, eine Baukultur zu schaffen, die eben Heimat und Identität vermittelt in der Schweiz. Und die Frage ist eigentlich, für wen bauen wir diese Heimat, also für diese kulturelle Gesellschaft? Die ganze Pluralität, in der wir heute leben, zeigt sich an den Stilen, wie wir heute auch bauen. Noch ein Zitat aus der gleichen Zeitschrift. Da steht, der Stil liegt zwischen dem amerikanischen Navajo und dem modernen Schweizer Alpenstil in den 70er Jahren. Also das zeigt doch eigentlich, dass wir sehr vielfältig unterwegs sind und wir das nicht auf einen Baustil einfach reduzieren können und sagen, eigentlich die Wahrheit gibt es nicht darüber. In Dänemark sagt man Hygge. Und in Schweden sagt man Lagom, meint eigentlich alles das Gleiche, irgend so ein Stil, der uns wieder zurück nach Hause bringt. Stil ist eigentlich ein Ausdruck der Zeit, er zeigt Wertvorstellungen oder Wertvorstellungen von einzelnen Personen. Hier zum Beispiel eines der berühmtesten Wohnzimmer der Welt, ihr kennt das vielleicht, das ist das Wohnzimmer vom amerikanischen Präsidenten und seiner Familie. Interessanterweise Baustil, keine Ahnung.
Interessanterweise gab es in der Zeitschrift 20 Minuten gab es eine Umfrage, wie die Leute dieses Wohnzimmer bewerten. Da stand dann, also die Frage war, gefällt Ihnen Trumps Penthouse? Dann sagten 13%, ja, mag ich ganz gerne, so schön pompös. Ich finde es gar nicht so schlimm, sagten immerhin 8% und 10% sagten, es ist mir eigentlich auch egal. Das zeigt eigentlich, also es ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber es zeigt eigentlich, dass es nicht dieses kulturelle Selbstverständnis gibt, wenn wir darüber sprechen, was überhaupt die Wahrnehmung von Raum ist. Es gibt diese unterschiedlichen oder diese Pluralität an Stil, braucht es auch weiterhin und soll auch gefördert werden in der Innenarchitektur. Es gibt nicht die Wahrheit, aber wir können über Ausgangslagen sprechen, die eben unsere Gesellschaft heute ausmachen oder von was wir über Innenarchitektur sprechen können. Das ist einerseits, wir leben in einer heterogenen Gesellschaft, wir pflegen diese Heterogenität auch, wir haben Wohlstand, wir können uns im Moment ziemlich viel oder alles leisten, was wir uns wünschen. Das hat Auswirkungen auf unser Konsumverhalten und auf unter Umständen die Langlebigkeit von Innenarchitektur auch. Es geht um technische und digitale Entwicklungen und es geht um den Verbrauch natürlicher Ressourcen, der in den letzten Jahren eher gestiegen als gesunken ist und damit zusammenhängend unsere zunehmende Umweltbelastung. Wenn wir diese Ausgangslage als Ziel nehmen, dann würde ich sagen, könnte man vielleicht den Fokus Baukultur Richtung Qualität und Sinnhaftigkeit orientieren, dass man sagt, wie ist etwas gemacht, die Qualität, also wie sind die Prozesse, Abläufe, wie ist die Ausbildung, aber genauso wichtig ist auch die Sinnhaftigkeit und das ist die Frage nach dem Warum. Warum machen wir etwas? Warum machen wir es so und nicht anders, dass wir uns das immer wieder selber vergegenwärtigen? Qualität und Sinnhaftigkeit kann sich ganz unterschiedlich natürlich manifestieren oder zeigen. Sie kann einerseits zurückhaltend, einfach und schlicht sein, wie diese Kirche in Düsseldorf. Der Raum steht im Vordergrund. Aber ich denke, Innenarchitektur muss auch zukunftsweisend sein. Sie kann auch expressiv sein und experimentell. Das ist zum Beispiel vom National Design Academy, die probieren mit 3D-Druckern Räume, Innenräume zu machen. Aus der Architektur kennt man das schon. In der Innenarchitektur sind da sicher auch Potenziale. Und ich glaube auch, dass Innenarchitektur sich diesen neuen Technologien auch stellen soll, um eben auch an der Baukultur in der Zukunft mitzuarbeiten und mitzudiskutieren. Wenn wir jetzt einen Blick zurück machen in die Geschichte, was ist denn überhaupt eigentlich an Räumen unter, sage ich jetzt mal, Denkmalschutz? Gibt es nicht so sehr viele, aber es gibt zwei ganz prominente Beispiele. Das erste ist die Spiegelkantine von Werner Panton 1969. Dazu mal sehr urban, außergewöhnlich, auch provokativ mit seiner Farbigkeit. Es hat den Zeitgeschmack auch ausgedrückt. Ich denke, das ist auch wichtig für Innenarchitektur. Es darf auch Haltung beziehen. Spiegelkantine heute, also Spiegel ist ausgezogen. Die heutige Kantine, nur zum Vergleich, sieht jetzt so aus. Das ist die aktuelle Spiegelkantine. Ohne Kommentar. Ein weiteres Beispiel, Theophan Dösburg. 1928 der Einbau vom Café Odette in Straßburg. Dieses Café war eigentlich künstlerisch hinterlegt mit künstlerischen Vorstellungen, war dogmatisch auch etwas, in seiner Art auch dogmatisch der Zeit voraus. Das zeigte sich 1928, wurde es eingebaut, 1938, 10 Jahre später, wurde es zugedeckt, weil die Bevölkerung das Ganze
eigentlich nicht schön gefunden haben und man hat das zugedeckt. Ich versuche mal Baukultur anhand von einigen Stichworten festzulegen, von einigen Schlüsselbegriffen. Und zwar haben wir eigentlich von oben nach unten so eine Funktion Gebrauchsseite, aber wir haben auch eine emotionale Dimension in der Innenarchitektur und wir haben horizontal eine Art Zeitachse. Das heißt, wir haben eine Planungs-Umsetzungsprozessphase und wir haben eine Betriebsprozessphase. Wenn wir jetzt oben links zwischen Planung, Umsetzung und Funktion anschauen, dann denke ich, sind gewisse Schlüsselfaktoren die interdisziplinäre Betrachtung, dass wir uns als in der Innenarchitektur als gleichwertige Planungspartnerinnen und Partner sehen, mit anderen Disziplinen am Bau und das auch interdisziplinär betrachten, dass wir den Fokus auf aktuelle Entwicklungen legen, auf diesen gesellschaftlichen Wandel, und selbstverständlich Ökologie und Ökonomie einbeziehen. Dann im Bereich Planung, Emotion, das wäre dann die nutzerzentrierte Gestaltung, dass wir den Blick auf die Nutzerinnen und Nutzer werfen. Was sind deren Bedürfnisse und was leiten sich für Anforderungen daraus ab? Die Materialisierung spielt eine Rolle und die Atmosphäre. Und dann kommt oben rechts die Anpassbarkeit, Wertbeständigkeit, Unterhalt und es gibt unten rechts Emotion, Betrieb. Hier ist es ganz wichtig, dass das Erlebnis des Raumes und die Bedeutung des Raumes über eine längere Zeit Bestand hat und die Nutzer und Nutzer sich die Räume aneignen können. 12 Minuten. Genau. Okay. Gut, danke. Ja, vielen Dank, Frau Amstutz, für diesen interessanten Input. Auch die Frage, stellen wir heute überhaupt die richtige Frage mit Identität? Ist das der richtige Begriff? Gibt es andere Begriffe, die vielleicht genauso kritisch sind? Müssen wir über andere Fragen reden? Jetzt habe ich den falschen, Entschuldigung, habe ich den falschen Zettel. Wir gehen jetzt weiter mit David Marquardt. Den kennen Sie als Partner von Mach Architektur, ein international tätiges Büro für Architektur und Interior Design, das seit seiner Gründung vor knapp 20 Jahren weltweit zahlreiche Projekte für namhafte Marken umsetzte. David Marquardt ist spezialisiert auf Luxusmarken und internationales Retail. Heute wird er über sichtbares und unsichtbares Design in der Innenarchitektur sprechen. Herr Marquardt, bitte schön. Oder David. Danke. Gut, jetzt muss ich schauen, wie ich das sehe, was wir hier machen und wie das funktioniert. Ich begrüße Sie zu diesem kurzen Referat. Ich habe 12 Minuten Zeit. Ich versuche das reinzupacken. Ich möchte aber auch Sie fragen, ob Sie Ihre Konzentration eigentlich jetzt noch gut haben, nach einem Messetag und einem Freitagabend. Das braucht etwas. Deshalb möchte ich ganz am Anfang mal Ihre Aufmerksamkeit testen. Ich habe einen kleinen Film mitgebracht hier. Und darauf sehen Sie zwei Basketballmannschaften, eine mit weißen T-Shirts und eine mit schwarzen T-Shirts. Und es geht jetzt eigentlich darum, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf setzen, zu sagen oder zu zählen, wie viele Pässe sich die weiße Mannschaft zuspielt. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! Haben Sie es gezählt? The answer is 13. Es waren 13. But did you see the moonwalking bear? Den gleichen Film nochmals und achten Sie sich auf den Bären. Es ist relativ deutlich zu sehen.
It's easy to miss something we are not looking for. Also wenn wir etwas nicht erwarten, werden wir es auch nicht sehen. Und so verhält es sich etwas mit der Architekturbetrachtung oder der Innenarchitekturbetrachtung. Wir schauen zum Beispiel im Internet Bilder an. Oh, dieses Design ist wahnsinnig gut. Aber das Bild an sich, das zu mir kommt, reduziert diese Architektur oder diese Innenarchitektur auf ein Bild, also auf eine zweidimensionale Form. Und an sich hätten wir nicht nur die dreidimensionale, sondern die vierdimensionale Form zur Verfügung. Wir haben Geruch, wir haben das ganze Erlebnis, Sichtbezüge und all das geht verloren. Deshalb rede ich jetzt heute kurz, plaudere ich etwas aus dem Nähkästchen, wie wir vorgehen beim Entwerfen und möchte eigentlich darauf setzen, dass Sie diesen Prozess des Entwerfens um diese kulturellen Werte, die wir einbringen wollen, auch nachvollziehen könnten. Also wir haben das sichtbare und das unsichtbare Design, das wäre jetzt vergleichbar mit der weißen und der schwarzen Mannschaft. In dem sichtbaren Bereich ist alles, was ich fotografieren kann, was ich abbilden kann, was ich einfach kommunizieren kann, wie Boden, Wand, Decke, Licht und diese ganzen Möbel. Und in dem unsichtbaren Teil verbirgt sich eben etwas, das es relativ schwer macht zu kommunizieren. Das sind Sachen wie strategische Layouts, wo was passiert nach was, wie sind die Abläufe in diesen Sachen und diese passiven Sachen kann ich eigentlich nicht mehr auf dem Bild erleben. Die muss ich in einem Besuch, zum Beispiel bei Vitra, heute nach diesen Vorträgen, wirklich erleben. Und da kann ich noch viel, viel mehr entdecken. Also ich glaube, unsere Betrachtung heute reduziert Architektur und Innenarchitektur relativ stark auf das Bild. Und das ist so mal diese Voraussetzung. Ich bringe jetzt ein Beispiel von einem Entwurf, den wir gemacht haben. Das ist ein Restaurant in London. Es nennt sich Ping Pong. Es ist ein Dim Sum Restaurant mit All-Day Dining. Also man kann eigentlich immer essen gehen. Und weil Dim Sum an sich ein Frühstück ist. Das haben wir in London entwickelt und dann haben wir es weltweit umgesetzt. Der Designprozess, den wir verfolgen, beginnt mit Discover, Design, Develop, Do oder auf Deutsch, dass wir etwas entdecken, dann entwerfen, dann entwickeln und dann erstellen oder erbauen. Und der Designprozess, und das hat eben mit diesen kulturellen Werten zu tun, muss vor dem Design, muss man etwas entdecken. Man kann nicht einfach einen Kaltstart machen und man muss die Uhren eigentlich zurücksetzen. Hier zeige ich die sichtbaren Elemente. Das sieht halt einfach jetzt so aus. Man könnte sich dann ein Urteil machen. Wenn ich das jetzt mal auseinandernehme, haben wir ein Bild an der Decke, wir haben einen Screen, wir haben einen lustigen Tisch, eine Oberfläche und wir haben ein Bild an der Wand. Entstanden sind diese Sachen eigentlich wirklich indem man sich mit dem Thema halt einfach auseinandersetzt. Und wir haben dann diese Recherchen gemacht, sind in die Küchen gegangen und haben gesehen, dass das alles von Hand gemacht ist. Und so entstehen dann eigentlich Ideen im Design, dass wir so ein Hirnholz oder ein Stirnholz einbauen wollen, um dann es über eine Entwicklung mit dem Schreiner dann auch ins Restaurant zu bringen. Also dass man dann im Restaurant sozusagen ein Teil aus der Küche weiterentwickelt und auch innovativ umsetzen muss. Also 7 von 10 Schreinern haben gesagt, Hilfe, das geht nicht. Und einer hat es dann gesagt, das kann man probieren, wenn man die Fugen richtig macht und so weiter. Also ich glaube, das sind so kleine Sachen, die man entdeckt und sie dann ins Design einbaut. Ebenso das Wesen dieses Elementes, des Dim Sums, das dann auf einem Steamer erhitzt wird und diesen Rauch generiert oder diesen Dampf generiert, den haben wir dann zunächst, jetzt sieht man das, versucht in eine Kalligrafie zu umsetzen, die das Wort des Restaurants dann schreibt, und haben aber dann uns entschieden, das ist technisch noch zu kompliziert, wir möchten das Handwerk eher bringen und haben dann mit einer Fotografie hier gearbeitet. Auch die Screens, die sind auch aus der Kultur entlehnt worden, also das haben wir recherchiert und entdeckt und mit einem Graphic Designer dann wirklich ein eigenes Muster generiert, das man dann identitätsstiftend einsetzen kann.
Genau, und noch die Kalligrafie. Also damit will ich eigentlich zeigen, alle Designelemente, die wir verwendet haben, haben wir irgendwo entdeckt und haben sie dann umgesetzt. Das sind jetzt so Sprüche, wie es in den Glückskeksen vorkommen und so weiter. Also das ganze Restaurant mit der ganzen Erscheinung erzählt dann eigentlich diese Geschichten, die schon im Wesen des Produktes drin sind. Das ist dann eigentlich der sichtbare Bereich davon. Und jetzt sage ich eigentlich noch etwas zum unsichtbaren Bereich davon. Das ist jetzt der Grundriss, den wir vorgefunden haben in Washington für das Restaurant. Das ist der Rohbau 1, da hat es Stützen und ist eine Voraussetzung. Man kann sich vorstellen, dass das sehr viele Möglichkeiten gibt, hier ein strategisches Layout einzusetzen. Wir haben das eigentlich so angedacht, dass es eben aus der Sicht des Benutzers und des Betrachters dann wieder Sinn macht. Also auf der linken Seite haben wir diese Küche nach vorne genommen, um den Kochprozess zu zeigen. Auf der rechten Seite die Bar nach vorne genommen, weil das ist eine Mischung zwischen Cocktails und Essen. Und so haben wir sozusagen diese strategischen Layouts so angelegt, dass wenn ich dann einen Customer Journey anschaue, der diesen Restaurantbesuch macht, dass er eigentlich immer verschiedene Räume auf verschiedenen Ebenen durchschreitet. Also ich glaube, dass dieses strategische Layout, wie das ist, Sie, wenn Sie dort dieses Restaurant besuchen, nicht unbedingt wahrnehmen. Und alle unsichtbaren Teile sollten Sie eben auch nicht wahrnehmen, denn wenn Sie sie wahrnehmen, dann meistens nur, weil sie nicht gut gelöst sind und weil sie stören. Ebenso die Wege der Bedienung, die wir sehr, sehr genau analysiert haben, und um sie kurz zu halten, so dass dann eben auch, wenn ich sage, ich möchte gern zahlen, die Bedienung da ist und nicht irgendwo. Genau, wenn ich das anschaue und wenn ich es kommuniziere, dann sehe ich sicher diese Werte, die sichtbar sind. Es fallen ein paar Sachen auf, aber das ist fast unmöglich. Man muss das erleben, man muss das mit dem Essen und mit dem Trinken und man muss die Räume erleben, weil das Kommunizieren dieser Räume einfach auf den Fotos doch relativ schwierig ist. Hier sehen wir dann auch noch die Beispiele der Adaption dieses Konzeptes. Unten links für Brasilien und dann in Mumbai und in Washington und in Dubai. Und dort hat es immer kulturell spezifische Sachen, die wir dann maßgeschneidert auch in die Konzepte aufnehmen. Gut, hier haben wir noch die Helden dieses kleinen Projektes. Das sind die Dim Sums. Dazu könnte ich noch sagen, dass dieses kulturelle Gemisch, also das ist jetzt ein kantonesisches Essen. Wir hatten einen australischen Gastronomen, einen schwedischen Graphic Designer, Schweizer Architekten, also Innenarchitekten, und einen russischen Investor, wie sich das gehört. Und das dann auf der Welt sozusagen wie eine Neuinterpretation gemacht. Also heutzutage ist das eben schon auch möglich, diese Kulturen, dass sich die einfach mal so mischen und eben diese neuen Sachen generiert werden können. Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht. Habe ich noch? Ja. Ah, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, vielen Dank, David Marquardt, nicht nur für das Einhalten der Zeit, sondern auch für die wichtige Erkenntnis, obwohl wir in so einer visuellen Welt leben, ist eigentlich das, was man nicht sieht, viel wichtiger dafür, wie ich mich in einem Raum fühle. Wir kommen jetzt zu Carmen Gasser von Gasser de Rungs. Sie steht nicht nur für ein breites, oder das Büro steht nicht nur für ein breites Portfolio von Innenarchitektur, Ausstellungsgestaltung, Möbeldesign und Corporate Design. Ihr Büro hat auch die Dauerausstellung Baukultur erleben hautnah in der Villa Patumba in Zürich inszeniert. Heute wird sie uns unter dem Motto Die ganze Welt ist eine Bühne einige Projekte vorstellen. Carmen. Einordnen statt überordnen oder unterordnen.
Sehr geehrte Gäste hier an der Swissbau in Basel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerne zeige ich Ihnen in den kommenden 12 Minuten, was wir in unserem Büro darunter verstehen. In unserer täglichen Arbeit als Innenarchitekten haben wir das Glück, laufend mit dem Thema Kultur und damit auch mit dem Entstehen von Kulturerbe zu tun zu haben. Oder wir suchen den gestalterischen Umgang mit dem Kulturerbe, also mit dem Thema Bauen im Bestand. Vom einfachen Wohnhaus zum Kulturhaus und zum architektonischen Kulturerbe, das Gelbe Haus in Flims. Sicherlich kennen Sie das Projektresultat, aber kennen Sie auch die architektonische und innenarchitektonische Transformation? Das ehemalige bürgerliche Wohnhaus mitten im bündnerischen Flims stand jahrzehntelang leer, unbenutzt, bis es vor fast 20 Jahren durch den Architekten Valerio Olgiati und der Gemeinde Flims zum Ausstellungshaus, zum Museum transformiert wurde. Das Gelbe Haus. Heute ist es weiß angemalt und wurde architektonisch quasi auf die Grundmauern reduziert. Der Verputz wurde entfernt, die Vordächer wurden zurückgebaut. Die Struktur der Fassade bestimmt natürlich nicht nur den Körper entscheidend mit, sondern prägt den Innenraum identitätsstiftend. Es ist ein Museum mit Bezug nach außen, keine Blackbox, wohl eher ein White Cube. Seit den 20er Jahren ist es üblich, vor allem zeitgenössische Kunst im farbneutralen Weiß zu zeigen, um die Ausstellungsarchitektur deutlich hinter das Kunstwerk zu stellen und um eine Interaktion zwischen Architektur und Kunstwerk zu vermeiden. Das Gelbe Haus strahlt, leuchtet bildlich nach außen und kommuniziert auf diese Weise auch den Inhalt. Als künstlerische Leiterin des Museums bin ich und sind wir im Umgang mit der Nutzung der Ausstellungsräume gestalterisch jedes Mal besonders gefordert. Die neuen Innenräume definieren sich hauptsächlich über die Fenster. Es stehen sozusagen keine zusammenhängenden Wandflächen zur Verfügung. Für Szenografen und Ausstellungsmacher ein Graus. Und genau in dieser Herausforderung liegt die entwerferische Würze. Die Ausstellungsszenografie muss zwangsläufig und jedes Mal aufs Neue auf diese Umstände und die innenräumlichen Eigenheiten zugeschnitten werden. Dieses einfache Beispiel einer Ausstellungsszenografie, das Sie hier sehen, nutzt gänzlich die Bodenfläche. Die Ausstellungsobjekte und die Vermittlung sind auf die Flächen am Boden appliziert. In anderen Situationen werden sie frei in den Raum gehängt. Szenografie und Innenarchitektur verbinden sich unabdingbar mit der Architektur. Nur selten wurden in den letzten Jahren Wände vor die Fenster gebaut. Ein zweites Beispiel aus unserem Arbeitsfeld ist die Transformation eines der ersten Schwimmbäder der Schweiz aus dem Jahre 1917. Erbaut von Niklaus Hartmann. Das in der Engadiner Gemeinde Zuoz stehende Internat ermittelte über einen Wettbewerb die Idee eines Theatereinbaus für das denkmalgeschützte Hallenbad. Von der wertvollen Baustruktur bis zu den Poolkacheln fanden wir eine bestehende Baukultur vor, die es mit dem größten Respekt weiterzuentwickeln galt. Die neue Nutzung sollte sich einordnen, ohne die frühere zu verdrängen, die geschichtliche Referenz ist immer noch ablesbar. Ein Lärchenholzgerüst ist für die Nutzung der Theaterbühne, wurde in das Schwimmbecken hineingestellt, fast so wie Pfahlbauten im See stehen. Das Thema des Einordnens galt auch für die funktionale Qualität der neuen Innenarchitektur. Ein neuer Zugang, Foyer, WC-Anlagen mussten sorgfältig in die bestehende Baustruktur eingefügt werden. Größere Eingriffe in die Struktur galt es zu reduzieren. Natürlich gab es auch aus der funktionalen neuen Innenarchitektur heraus Eingriffe, die bis zur architektonischen Struktur Maßnahmen forderte. Zum Beispiel ein größerer Fassadendurchbruch war für den neuen Theaterzugang nötig. Hier der fertige Theatereingang in der historischen Baustruktur, als Zeichen des nun öffentlichen Raumes nach außen ablesbar. Der fertige Theatereinbau, so wie er heute für Ausführungen genutzt wird. Und die innenarchitektonischen Elemente, wie zum Beispiel der Theatervorhang, ist raumprägend und nicht nur funktionales Element. Das Theater ist neu ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts.
ganz nach William Shakespeare, der auf die spielerische Weise die Sozialkompetenz geschult hat. Und immer im Kontext zur geschichtlichen Referenz, das Becken, die Kacheln, die Ablaufrinne und die neue Bühne. Im dritten Beispiel entschieden sich die Architekten Barozzi Veiga aus Barcelona beim Umbau des Bündner Kunstmuseums in Chur für einen Neubau. Aus zwei Gründen, das aus zwei Gebäuden bestehende historische Ensemble wurde aus programmatischen Gründen auf die Villa Planta aus dem Jahr 1874 reduziert, die durch Peter Zumthor, Hans-Jörg Luch und Peter Galonder erstellten Bauten in den 80er Jahren blieben nur teils erhalten. Der eigentlich erhaltenswerte Sulzer Bau, 1927 erbaut, wurde zum Abriss freigegeben und durch einen Neubau ersetzt. Auch die innenarchitektonische Qualität war früher identitätsstiftend und von einer schönen geschichtlichen Referenz. Die Lichtdecke galt als prägendes Zeitzeugnis. Der Entscheid der Verantwortlichen zum Abriss des Gebäudes spielte für eine kurze Zeit eine szenografische, künstlerische und unerwartete Möglichkeit frei. Die Innenrauminstallation von Steiner Lenzlinger spielte mit der Vergandung der Innenräume. Der starke architektonische Auftritt des Neubaus ist städtebaulich unumstritten und erfüllt die neuen Anforderungen ein modernes kantonales Kunstmuseum. Der Entwurf zielt mit der Platzierung der Ausstellungsräume im Untergrund darauf ab, das Außenvolumen zu minimieren. Die neutralen Museumsräume im Neubau wirken als Kontrast zu den charakteristischen Räumen in der Villa Planta. Ein weiteres Kunstmuseum, das Geixer Forum in Madrid, von Herzog Dömeron gebaut, baut auf der historischen Bausubstanz auf. In diesem Sinne ist es eine gelungene Transformation in ein modernes Kunstmuseum. Das denkmalgeschützte Elektrizitätswerk ist die geschichtliche Referenz und Basis der gestalterischen Haltung. Der Bestand wurde massiv aufgestockt, um die Nutzfläche zu verfünffachen. Unter Rücksichtnahme auf den urbanen Kontext konnte der Bau zugleich in eine architektonische Ikone verwandelt werden. Wenige neue Öffnungen wurden eingefügt, allerdings wurde das Sockelgeschoss buchstäblich aufgelöst, um den Eingangsbereich als gedeckte Plaza zu gestalten. Mein letztes Beispiel ist aktueller denn je. Letzte Woche vom Schweizer Heimatschutz mit dem Wackerpreis ausgezeichnet. Unser Bauherr, die Stiftung Nova Fundation Origin in Riom, erhält den begehrten Preis für den exemplarisch wertvollen Umgang der Institution mit gebauter Kultur. Das sorgfältige Weiterentwickeln der Dorfstruktur, das Wiederbeleben nicht genutzter Bauten, zeugen von der Wertschätzung des Bestehenden und des Weiterdenkens. Die historische Scheune wurde 1867 erbaut. Hier eine Aufnahme mit der Zwischennutzung durch die Schwestern des Klosters Menzingen. Vor zwei Jahren dann wurde die Scheune zum Wintertheater transformiert. Innenräumlich hat man die bestehende eingebaute Holzstruktur demontiert und dadurch einen großzügigen Hauptraum gewonnen. Der Kuhstall, einst hausten hier 40 Rinder. Die Wände und Öffnungen und die Patina ist im neuen Theaterraum weiterhin spürbar. Von außen signalisieren nur die großen Fensterflächen von der Transformation zum Theater. Das Projekt wurde aus dem Ort, der Geschichte des Anwesens und dem Bestand heraus entwickelt. Die umgenutzte Scheune ist ein Bestandteil des Dorfes, kein Fremdkörper, trotz der großen Verglasung an den Fassaden. Diese deuten an, dass eine Transformation stattgefunden hat und machen den Betrachter neugierig. Das Gebäudeensemble, bestehend aus Wohnhaus, Scheune und Waschhaus, versammelt sich um eine dorfplatzähnliche Situation. Wie früher die Scheune und das Wohnhaus in ihrer Funktion miteinander verbunden waren, sind heute Theater und Foyer mit dem Haus verbunden, in dem sich ein Café und die Infrastrukturräume befinden. Durch die Klärung der Räume und den Rückbau der Ställe ist ein einzigartiger Saal entstanden, der annähernd quadratische Grundriss ermöglicht, eine flexible Bespielung.
Eine einfache Arena-Tribüne umgibt die Bühnenfläche. Besucher und Darsteller erleben einander in nächster Nähe. Die Materialien sind eine weitere geschichtliche Referenz. Der Flusskieselbelag wurde restauriert und die historischen Verputze belassen und neue Fenster eingefügt. Das obere Foyer für kleinere Veranstaltungen. Tänzer, Schauspieler und Publikum in unmittelbarer, ungewohnter Nähe zueinander. Internationale Künstler schätzen diesen einzigartigen Kontext und die atmosphärische Dichte genauso wie die Besucher. Die Umbauten in Sonchakroj in Riom wollen vor allem eines, die einmalige Atmosphäre des Anwesens erhalten, freilegen und künstlerisch nutzen. Die alte Bausubstanz und die neue Nutzung schaffen zusammen die räumliche Identität. Vielen Dank. Kam Gassa, vielen Dank für diese schönen Beispiele der Transformation, die so den Eindruck schaffen, die ganze Welt ist vielleicht kein Theater, aber doch sehr kulturhungrig. Wir kommen jetzt zum letzten Vortrag, zu Heiko Stahl. Er steht als General Manager Switzerland Austria für Vitra und damit für hochwertige Möbel- und Einrichtungssysteme. Und er spricht heute über Ankerpunkte in einer disruptiven Welt. Wenn ich das jetzt mal sehr abstrakt formuliere, Sie machen das bestimmt konkreter. Herr Stahl. Dankeschön. Hallo und guten Abend und danke für Freitagabend, um 6:30 noch hier zu sein und uns zuzuhören. Ich glaube, nicht selbstverständlich an einem Freitagabend. Ich versuche mal ein bisschen über Ankerpunkt, über Identität und über Heimat zu reden und würde ganz gerne mal anfangen mit dem Willkommen bei uns. Wir fahren ja nachher noch rüber zu uns auf den Campus. Was es für mich wiederum schwer macht, je schneller, dass ich fertig bin, desto mehr Zeit haben wir auf dem Campus, aber ich versuche trotzdem so viel wie möglich rüberzubringen, was wir mit dem Thema Identität und Heimat zu tun haben. Ich glaube, ganz vorne stellen wir einfach ran, so bist du eine Geschichte von uns. Rolf Fehlbaum sagt immer, das Projekt Vitra erscheint manchmal wie ein Traum, weil es Gelegenheit gibt, Dinge zu produzieren, die man liebt. Und ich glaube, das ist so eine Aussage, wo wir alle, die bei dem Laden, bei der Vitra arbeiten, in uns tragen. Das macht uns stolz. Und ganz wichtig dafür, wenn wir über Identität, wenn wir über Unternehmenskultur reden und die Sichtbarkeit dieser Identität, muss man so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, wie wir denn angefangen haben, wie denn alles entstanden ist. Und ein Beispiel dafür ist 1994 der Giribau, der in Biersfelden entstanden ist. Aber wir fangen viel, viel früher an mit unserer Suche oder dem Finden unserer Identität. 1953 hat Willi Fehlbaum die Idee gehabt, er braucht neue Inspiration, sitzt in der Flieger, fliegt nach New York, ohne ein Wort Englisch zu können und findet auf dem zufällig in New York den Stuhl von Charles and Ray Eames, der war auch noch in Rot, ist reingegangen und hat gesagt, das ist genau das Produkt, was ich produzieren will. Dann ging die Diskussion los, wie das Ganze funktioniert und irgendwie hat er es dann geschafft, die Lizenzen zu bekommen. Und das war der Grundstein von Vitra. Und wenn man wieder über Identität spricht, hat, glaube ich, dieser Stuhl und das, was Charles and Ray Eames gemacht haben, eine Wahnsinnsaussage in Richtung Identität und Bewusstsein zu Qualität und zu Design. 1967 kam dann unser erstes eigenentwickeltes Produkt auf den Markt, das war der Pantone Chair. Vorhin haben wir die Pantone Kantine im Spiegelhochhaus gesehen. Jetzt sehen wir ein Produkt, was Pantone gemacht hat. Auch damals war es für ihn sehr, sehr wichtig, über Farben zu diskutieren. Er hat immer gesagt, Farbe ist sehr, sehr wichtig, was im Raum passiert und wie der Raum dann den Einfluss auf den Menschen hat. 1976 kam der erste Bürodrehstuhl für uns. Auf einmal haben wir uns weiterentwickelt in Richtung Büro. Auch damals, glaube ich, schon ein Stück weit festgestellt, dass so eine Identität und eine Unternehmenskultur einfach sichtbar gemacht werden muss im Büro, obwohl man damals noch gar nicht so darüber gesprochen hat. Und heute reden wir über Disruption und das, was alles passiert. 1981 war bei uns die große Disruption. 70% unserer Produktionsstätten sind abgebrannt übers Wochenende. Der Gavani ging da los. Keiner hat es festgestellt und wir standen da und hatten keine Fertigungsstätten mehr. Somit ging der Campus los, somit ging unsere Heimat los, somit ging es los, unsere Identität sichtbar zu machen und zu bauen.
Und Nicholas Grimshaw kam damals und hat gesagt, hör zu, ich kann euch innerhalb von 90 Tagen eine Produktionsstätte bauen. Die Versicherung hat genau für 90 Tage bezahlt, also war das klar, mit wem wir bauen. Es ging etwas länger als die 90 Tage. Aber das war der Grundstein für uns, über einen Campus zu reden, über einen Masterplan nachzudenken, über nachzudenken, wie kriegen wir eine Community zusammen. Damals hat noch keiner über Community gesprochen, aber mittlerweile wissen wir, dass es so war. Identität sichtbar zu machen, die wir einfach für uns gebaut haben und gesehen haben. 89 Eröffnung vom Mieter Design Museum mit unterschiedlichen Ausstellungen. Wir haben eine Home-Kollektion auf den Markt gebracht. Alles ein Stück weit, um die eigene Identität von unseren Kunden, von ihnen selbst auch zu fördern und auch sichtbar zu machen. Sei es zu Hause oder sei es im Büro. 2010 das Vitra-Haus eröffnet, was für uns sehr, sehr beeindruckend war. Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir so ca. 100.000, 110.000 Besucher jedes Jahr auf dem Campus. Vitra-Haus von Herzog Dömerow wurde eröffnet und seit dem Tag haben wir so ca. 350.000 Besucher. Also man sieht, was Architektur, was Innenarchitektur ausmacht und was es bewegen kann. 2012 hat Nora übernommen, Übergabe in die dritte Generation, was für uns sehr, sehr wichtig ist, weil wir glauben immer noch ganz, ganz fest dran, was wir tun und die Familie glaubt auch noch dran, was wir tun und wollen auch ganz, ganz lang so weitermachen. 2016 die Eröffnung vom Schaudepot. Auch für uns hier wichtig zu zeigen, woher das wir kommen und unsere Kollektion zu zeigen, unsere Sammlung zu zeigen, diese Sichtbarkeit zu haben für das, was wir stehen und was wir tun. Kurzer Blick, wie es da innen aussieht. Somit ist ein Campus entstanden, somit ist unsere Heimat entstanden, somit ist unsere Identität auf einmal sichtbar geworden. Für was stehen wir, was wollen wir und wohin geht's? Und was auch Rolf Ehlbaum immer sagt, Projekt Vitra ist im Fluss und wird es noch lange bleiben. Wir reden nie über eine Firma, sondern wir reden wirklich über das Projekt Vitra. Wir befinden uns immer so ein Stück weit im konstanten Beta-Modus, weil wir wollen nie fertig sein. Wir wollen uns immer noch ein Stück weit weiterentwickeln und neue Wege gehen. Es war Vergangenheit, es ist jetzt. Was kommt auf uns zu? Dieser Anker, den Sie angesprochen haben, den wir suchen. Die Welt sieht heute so aus, es ist sehr, sehr disruptiv. Wir haben eine enorm komplexe Welt geschaffen. Jeder ist mit jedem irgendwie durch Social Media befreundet, kennt irgendwie jeden, aber so diese Wertigkeit, diese Bodenhaftung, die geht so ein Stück weit verloren. Die Frage ist, wo sind eigentlich die stabilisierenden Anteile von dem, was wir jeden Tag miteinander tun? Und somit kam irgendwann die Frage bei uns, oder allgemein für uns, was wir tun, what the fuck ist Heimat? Vor 10 Jahren hat man sich niemals vorstellen können, über das Thema Heimat zu reden. Es war eher so ein Stück weit negativ besetzt, so altbacken, konservativ. Aber auf einmal ist das Thema Heimat wieder ein wichtiges Thema geworden. Ein Freund von mir, Stefan Strumbel, der hat vor 15 Jahren dieses gesprayt, ist dafür ins Gefängnis gekommen. Mittlerweile ist ein relativ bekannter Künstler, der ganz gut davon leben kann, was er tut. Weil was ist passiert über die Vernetzungen, haben wir die Nichtlinearitäten enorm hochgejagt. Es passiert nichts mehr nacheinander, sondern es passiert irrsinnig viel parallel. Wenn man einfach mal überlegt, dass jemand die Idee gehabt hat, die Limousinenfahrer in San Francisco zusammenzubringen, über eine App gesteuert, so ist Uber entstanden. Warum ist Uber entstanden? Weil die Taxifahrer unfreundlich, unpünktlich waren und in dreckigen Autos unterwegs. Das sind die Herausforderungen, die wir heute haben. Das passiert aber auf einmal. Uber hat kein einziges Taxi, es funktioniert aber trotzdem hervorragend, zumindest in ein paar Städten und ein paar Ländern auf dieser Welt. Das muss uns auch bewusst sein. Es fordern oder es kommen auf einmal ganz neue Branchen, formen sich und die Alten lösen sich auf. Newcomer kommen und fordern die Alten heraus. Die Taxis haben eine Herausforderung auf einmal bekommen, obwohl Uber, wie gesagt, kein einziges Taxi hat. Damit müssen wir umgehen. Da müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Dieses Disruptive, dieses Neue, dieses Unsichere, da Antworten drauf zu finden. Vor 6 Jahren war der erste Hacker Day in Irland, 400 Leute waren da, kaum jemand hat es beachtet. Letztes Jahr war er wieder, Google war da, hat 10 Millionen ausgegeben und hat Anteile gekauft an jungen Firmen, um neue Ideen zu finden, um neue Ideen zu bekommen, um die Welt vielleicht ein Stück weit besser zu machen. So erzählen sie zumindest, dass die Welt besser werden soll. Und was passiert weiterhin? Die Communities oder die Corporates bedienen sich der Communities. Social Media, ohne wirklich so 100% zu wissen,
was da auf sie zukommt und was für Auswirkungen das Ganze hat. Aber diese Verbindung, diese Communities zu schaffen, diese Familie vielleicht ein Stück weit größer zu machen, ich glaube, um das geht's und die zusammenzuhalten. Was kommt auf uns zu, wenn Roboter Arbeit übernehmen? Es ist nicht nur gut, aber es ist auch nicht nur böse. Aber diese Veränderung kommt, nur der Mensch mit seiner Kreativität, mit dem Wissen auszutauschen, mit dem Miteinander zu sein, wird immer bedeutender werden und immer wichtiger werden in dem, was wir tun, jeden Tag beim Arbeiten. Die traditionellen Geschäftsmodelle, denken wir, kommen wirklich unter massiven Druck und es kommen einfach immer wieder neue Ideen. Und es gilt für jeden Einzelnen, mehr zu fragen, als nur die 4, 5 Dinge, sondern einfach tiefer zu fragen. Und das ist das, was wir auch jedes Mal erleben, wenn wir Interviews führen mit neuen Mitarbeitern. Die Fragen sind ganz anders als die vor 5 oder vor 10 Jahren. Es geht auf einmal darum, ob es Sojamilch in der Kantine gibt oder nicht. Ich glaube, das hat vor 10 Jahren keiner gefragt. Aber es ist vollkommen in Ordnung, dass es um ganz andere Dinge geht, als das, was vor 10 Jahren war. Die industrielle Ökonomie ist ein Staat und die wissensbasierte Ökonomie ist grenzenlos. Peter Thiel hat es mal gesagt. Peter Thiel ist der Gründer von PayPal unter anderem. Und ich glaube, dieses Wissen ist auch das, was der Mensch immer noch außergewöhnlich macht. Aber die Herausforderung ist, dieses Wissen irgendwo zu teilen und zugänglich zu machen für mehr als nur für sich selber. Es geht auch darum, intelligentere Fragen zu stellen und nicht nur alles zu akzeptieren, um was es geht. Der Wissensstand ist viel größer, als er vor 10 Jahren war und deswegen müssen wir mit diesen Fragen umgehen und Antworten finden dafür, weil wir einfach glauben, dass das kulturelle Kraftfeld wirklich die letzte verbleibende, stabile Größe ist, die wir haben, das, was uns miteinander verbindet, das, was uns miteinander vereint. Deshalb ist eine Community ganz wichtig, weil es ist ein gemeinsamer Nenner, den wir haben. Und das versuchen wir sichtbar zu machen und zu zeigen. John F. Kennedy hat irgendwann mal gesagt, nicht die NASA fliegt auf den Mond, sondern die USA fliegt auf den Mond. Diese Gemeinsamkeit, diese Verbindung, diese Mission gemeinsam zu haben, ist die Herausforderung, so glauben wir, von jedem Unternehmen, dem Ganzen, was wir jeden Tag tun, einen Sinn zu geben, der weit darüber hinausgeht, am Monatsende das Gehalt zu bekommen, sondern wirklich einen Sinn zu haben, was wir tun und was wir machen. Deshalb unsere Frage wirklich, what the fuck ist Heimat? Wir haben sie für uns gefunden, wir haben sie gebaut, wir haben einen Campus. Es ist entstanden, wir haben, glaube ich, unsere Identität zum Glück nicht suchen müssen, sondern wir haben sie gehabt und haben sie angefangen sichtbar zu machen. Wir haben unsere Heimat gebaut, weil wir von Anfang an davon ausgehen, dass Menschen einfach wichtiger sind als das, was corporate passiert und diese Verbindung von Menschen viel, viel wichtiger ist und Unternehmen weiterbringt, als nur um das Normale sich zu drehen. Serendipity ist ein Thema, was jeder für sich nie aufgeben darf. Diese Menschen brauchen wir, die so denken. Was ist Serendipity? Jemand hat mir schon gesagt, wenn man die Nadel im Heuhaufen sucht und die Tochter vom Bauer findet, diese Neugierde, diese Offenheit, dieses bewusste nicht Scheuklappen aufzuhaben, sondern mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Neues zu entdecken und es auch akzeptieren, das ist Serendipity. Offene Türen zu haben, man kann kein Wissen tauschen, austauschen, man kann keine Kommunikation betreiben. Oh, ich habe versprochen, ich bin schneller als 12 Minuten. Wenn die Türen zu sind. Wir haben uns irgendwann gefragt, was würden wir denn machen, wenn wir keine Angst haben? Menschen haben die Idee, mit Blauwalen zu schwimmen oder mit Haien. Aber die Jungs haben damals auch keine Angst gehabt. Die haben angefangen, ihre Identität sichtbar zu machen, ihre Unternehmenskultur zu bauen, sichtbar zu machen. Google hat die Idee, diesen Campus zu bauen mit Bjarke Ingels zusammen. Sieht jetzt anders aus, das waren die ersten Entwürfe. Amazon baut Glaskugeln mitten nach Seattle rein, um eine Sichtbarkeit zu haben. Weil Amazon hat nichts Eigenes bis zu dem Zeitpunkt gehabt, aber denen war klar, eine Sichtbarkeit der Kultur zu bauen. Facebook baut einen Campus. Facebook hat kein eigenes Produkt, sondern wir liefern Facebook. Apple baut einen Kreis. Könnte noch viel mehr darüber sagen, aber jetzt habe ich Angst hier. Das ist wie beim Oscar, wenn die Musik losgeht. Heimat loves you. Und das ist die Identität, wo wir überall anfangen müssen. Aber was hat es mit Innenarchitektur zu tun? Es bringt... Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, um jetzt... Dann höre ich jetzt auf, wir haben sehr cool. 12 Minuten, danke. Ganz herzlichen Dank. Und ich muss wirklich sagen, Vitra ist so ein Ankerpunkt.
als sie den Pantone-Share gezeigt haben, ich hatte als Kind so eine Puppenstuhl und da war so ein Mini-Stuhl, so eine Mini-Ausgabe dieses Stuhls. Und so muss ich sagen, begleitet Vitra einen doch durchs Leben. Schön. Und das ist wirklich ein Ankerpunkt. Und ich freue mich jetzt, bitte alle Referenten und Referentinnen auf die Bühne, dass wir hier auch noch ein paar Fragen vertiefen können. Ich hätte noch ein paar mehr Bilder zum Thema Innenarchitektur zu Not, aber ihr seht es nachher, die mitkommen. Ja, herzlichen Dank nochmal den Referenten und willkommen zur Podiumsdiskussion. Wir wollen erst hier ein bisschen auf dem Podium diskutieren, wollen aber Ihnen aus dem Publikum auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie können also gerne schon mal auch überlegen. Was für mich jetzt eigentlich so die erste Frage wäre nochmal, auch gerade nach dem, was Frau Amstutz gesagt hat, ist Identität oder ist Heimat überhaupt das richtige Ziel und kann Innenarchitektur dazu einen Beitrag leisten? Ich würde sagen, dass hört man mich? Gut. Ich würde sagen, also ich möchte nicht, dass das Wort Identität hat sehr wohl eine Bedeutung, aber ich denke, wir sollten aufpassen, dass wir das nicht so inflationär benutzen, dieses Wort, sondern ganz präzise sagen, was meinen wir überhaupt mit Identität. Identität, wenn eine Firma eine Identität schafft, das sehe ich ganz genau. Aber den Anspruch von Innenarchitektur, eine Identität für eine Gesellschaft oder für eine Gruppe von Leuten zu schaffen, da habe ich so meine Zweifel, dass das funktioniert, weil wir doch zu heterogen und zu vielfältig sind. Das war meine Aussage. Aber Einzelpersonen und Firmen, dass die mit ihrem Firmengebäude eine Identität bauen, das sehe ich sehr stark. Oder eine Gemeinde, die irgendetwas baut. Aber ich glaube, wir können nicht den Anspruch erheben, dass wir alle Migrantinnen und Migranten dann in diesem gebauten Innenraum, dass die sich da zu Hause fühlen. Das glaube ich, das wäre wie zu anmaßend vielleicht auch. David Marquardt, da möchte ich gerne anknüpfen. Ihr steht ja sehr stark eigentlich so für Markenidentität. Da könnte man ja auch sagen, eigentlich Identität ist ja das Eigentliche, wo ich ganz bei mir bin. Dass das auch eine Kommerzialisierung des Identitätsbegriffs ist. Ich möchte aber gleich da auch noch eine Frage anschließen. Die Strategien, die ihr benutzt, um Identität für Firmen zu schaffen, könntet ihr mit denselben Strategien auch Identität für Kulturinstitutionen schaffen oder auch für diese große Aufgabe Identität für die Gesellschaft als Ganzes? Also das ganz bestimmt, das ist ja eigentlich nur eine Didaktik oder ein Vorgehen, ja. Das wir dann für diese Firmen anwenden. Ich denke aber, diese Bauaufgaben, die, wenn sie unterschiedlich sind, müssen diese Strategien auch angepasst werden. Also ich denke, wenn es ein Kulturgebäude zu erhalten gibt in Teilen, dann ist das Vorgehen sicher anders, als wenn man relativ frei für eine Firma, die sich vor allem auch gegenüber der Konkurrenz dann abgrenzen muss, um eine Identität zu stiften und nicht unbedingt nur diese Aufgabe hat, für eine Gemeinschaft etwas zu machen. Also der kommerzielle Teil, der ist ganz bestimmt bei unserer Arbeit hier und die Frage nach Kommerz oder Kultur, die beschäftigt uns laufend, weil wir gern Kultur machen und der Markt gern Kommerz will und das ist eigentlich der Kampf, den wir eigentlich täglich auch ausfechten. Aber selbst wenn man jetzt sagen würde, man macht eine Identität für Kultur, wäre die nicht genauso ausgrenzend wie die für Wirtschaft? Weil wenn ich ja, sagen wir mal, ich habe eine Uhrenmarke und die steht dann ja dafür, es gibt Leute, die können sich die, wenn ich mir jetzt so eine Uhr kaufen würde, würde ich sagen, A, ich kann sie mir leisten und B, ich habe einen erlesenen Geschmack. Aber wenn ich jetzt für eine Kulturinstitution mal, ist Identität schaffen, ich muss ja was Unterscheidendes, nicht per se was Ausgrenzendes, weil ich schaffe es immer für eine bestimmte Gruppe und nie für alle, weil dann wäre es nichts Unterscheidendes mehr. Also ist das nur ein vermeintlicher Gegensatz oder ist der gar nicht so groß?
Nein, ich glaube einfach, in dieser Discover-Phase, die ich erwähnt habe, entdeckt man einfach andere Sachen. Ja. Eben die Nadel im Heuhaufen und auf einmal kommt da eine Bauernstochter raus. Finde ich eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt für eine Kulturinstitution arbeiten. Und zum Beispiel haben wir den Eingang gemacht vom Schauspielhaus Zürich. Das sind völlig andere Prinzipien, aber die gleiche Didaktik. Wir überlegen uns, also die Denkweise ist gleich, das Resultat anders. Aber ich glaube, das ist die Fähigkeit des Innenarchitekten, wie ein Schauspieler, sich auf eine Rolle einzulassen, sich auf eine Baueingabe einzulassen. Jetzt würde ich dich, Carmen, gerne fragen, habt ihr eine ähnliche Methodik? Du hast ja mehr eigentlich das Ergebnis vorgestellt oder einige Beispiele. Oder macht ihr das mehr so intuitiv? Wie geht ihr vor? Ich glaube, ganz wichtig bei unserer Arbeit ist so der Austausch mit dem Bauherrn. Also im Theater ist es der Intendant, der eine ganz klare Vorstellung hat von der Bühne, vom Theater. Theater spielt ja auch ganz stark mit der Illusion und wir als Innenarchitekten und Architekten haben dann immer das Gefühl, wir wollen nichts vortäuschen, wir wollen ja auch echt sein und echte Materialien verwenden und wirkliche Architektur bauen, und das ist eigentlich eine ganz spannende Diskussion, die wir auch zelebrieren, und das braucht dann auch sehr viel Zeit. Und ich glaube aber schon auch, die Räume müssen ja auch funktionieren. Es sind Theaterräume und es sind nicht primär jetzt Konzerthallen, und die haben dann eine unterschiedliche Aufgabe, die erfüllt werden muss, an die Funktion, an die Akustik etc. Und von dem her gibt es schon auch eine Methode, die dann passt oder halt dann auf gewisse Räume dann nicht angewendet werden kann. Ja. Thomas, wir haben ja jetzt zwei Beispiele, die sehr spezifisch sind, also einmal Corporate, einmal Theater. Ich frage jetzt mal provokativ, schaffen es die Innenarchitekten? Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, der Sechseleutenplatz in Zürich. Das würde ich sagen, ist doch ein Ort, der so einen gewissen Anspruch einlöst, die ganze Gesellschaft zu versammeln. Vielleicht auch nicht wirklich ganz, könnte man auch immer noch diskutieren, aber doch so ein, zumindest so ein... Schafft die Innenarchitektur auch Räume, wo sie die Gesellschaft als Ganzes versammelt und nicht nur einzelne Gruppen? Ja, ich glaube, dass wirklich Identität nicht gebaut werden kann. Ja. Da sind wir uns einig, sondern Identität ist ein Anspruch, der an die Innenarchitektur gestellt wird oder an die Planer gestellt wird, Innenarchitektur zum Ausdruck, Identität zum Ausdruck zu bringen. Das steht im Zentrum. Und ich glaube, wir sind als Innenarchitekten genau auf die Frage hin spezialisiert, dass wir uns mit der Frage von Identitäten, von ganz unterschiedlichen Identitäten eben befassen. Also welche baulichen Maßnahmen werden getroffen, um einer Identität, einer bestehenden Identität, eine adäquate Form zu geben? Und da glaube ich, das ist ein ganz zentraler Anspruch, den wir haben. Und der steht auch im Gegensatz zur Hochbauarchitektur, wo es natürlich nicht um spezifische Identitäten geht, sondern um viel generellere Fragen, soziologische Fragen und gesellschaftliche Fragen, die in einem größeren Kontext stehen, wie wir sie bearbeiten in der Innenarchitektur, wo es um direkt nutzerbezogene Fragen der Identität geht. Gibt es eigentlich auch sowas wie Überidentität? Also damit meine ich, es gibt ja, wenn man so Designprodukte sieht, dann gibt es manchmal Produkte und das Erste, was man denkt, ist nicht, oh, das ist witzig, oh, das ist schön oder das ist von Designer so und so, sondern man denkt, es ist von Firma so und so. Und das kann ja auch abschrecken, nicht weil man was gegen die Firma hätte, nur man möchte nicht, es kommt jemand zu einem nach Hause und der erste Gedanke ist, kann sie sich jetzt auch von der Firma was... Also denken Sie auch darüber nach, dass man manchmal auch nicht zu erkennbar sein darf? Oder ist das eine Frage, die eigentlich so gar nicht vorkommt? Nee, es ist schon eine schwierige Gratwanderung, das zu finden, weil der Mensch ab und zu dann schon dasteht und sagt, ich will gar nicht, dass es sichtbar ist, dass ich das habe, dass ich das besitze. Also denkt mal drüber nach. Ich glaube, wir denken drüber nach, dass man was Langlebiges macht, was Dauerhaftes machen kann, was einen Wert hat, was über Generationen leben kann. Und dann passiert sowas natürlich automatisch, dass es vielleicht irgendwann mal einen Neid gibt, es zu haben, dass man dann Angst hat, es zu zeigen.
und dafür einzustehen, Teil von dieser Community oder von dieser Identität zu sein. Ja. Denkt mal drüber nach. Nee, unser Ansatz ist wirklich, was Dauerhaftes, was Langlebiges zu machen. Und das ist viel wichtiger, als am Anfang die Identität zu stellen, weil die passiert dann irgendwann automatisch, dass man Teil davon wird. Und ich glaube, Neugierde zu wecken, das ist unser ganz, ganz großes Ziel. Und das kann Architektur und das kann Innenarchitektur, diese Neugierde zu haben, um Menschen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, dafür zu begeistern, sich anzufangen, damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir ein Stück weit alle miteinander haben sollen. Nicht die gleichen Menschen immer wieder ins gleiche Gebäude oder in den gleichen Raum zu locken, sondern neue dazu zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Neugierde zu wecken im Mensch. Aber ich glaube, ist da nicht auch ein Widerspruch? Also alle hier haben immer gesagt, die Dauerhaftigkeit ist so wichtig. Sie, Frau Amstutz, haben gesagt, man darf auch den Zeitgeschmack spüren. Das ist für mich was anderes. Die Spiegelkantine, wunderschön, kann man immer noch in Hamburg im Gewerbemuseum, heißt ein bisschen anders, aber in der Nähe ist so ein Museum vom Bahnhof, besichtigen. Die haben ganz viele so schöne Innenräume. Aber wenn man Zeitgeschmack hat, ist das nicht ein Widerspruch per se? Oder Sie sagen, wir sind im permanenten Beta-Modus, wir sind keine Firma, wir sind ein Projekt. Geht denn beides? Geht denn am Puls der Zeit sein und dauerhaft sein? Also man möchte ja immer alle Gegensätze versöhnen und so, aber wenn man ganz ehrlich ist, stimmt das? Ja, ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Anspruch ist die Transformationsfähigkeit von Bauten. Ja. Also wenn wir außer wir planen eine Ikone jetzt wie die Spiegelkantine, die natürlich nicht mehr transformiert werden kann. Aber eigentlich alles andere, was wir planen, das bekommt ja nur wirklich eine Qualität, wenn es über eine lange Frist transformationsfähig bleibt. Ja. Das heißt, dass es eben eine Entwicklungsmöglichkeit da drin gibt, eine Veränderungsfähigkeit und trotzdem noch seinen Charakter oder wieder daraus einen nächsten Charakter entstehen. Aber Thomas, ich bin jetzt böse, erzeugt man da nicht gehobene Langeweile? Also, ich hoffe nicht. Ja. Also ich glaube, das ist natürlich der Nachweis über die Qualität. Ja. Das ist, also wenn ich gehobene Langeweile erzeuge, dann habe ich wahrscheinlich das Ziel nicht erreicht. Aber wir sprechen ja hier nicht über absolute Ziele, sondern wir sprechen hier immer über relative Ziele, die sehr schwer messbar sind. Ja. Wie Sie, mich würde noch interessieren, Hätte eigentlich auch gerne etwas dazu gesagt, weil ich finde sicher, die Qualität spielt eine wichtige Rolle und wie lange so ein Raum natürlich bestehen bleibt. Ich glaube, die Spiegelkantine war vom Material her sehr, sehr gut materialisiert, sehr robust materialisiert, sonst hätte sie nicht so viele Leute eigentlich ausgehalten und wäre heute noch da. Und wo ich manchmal das Problem habe, es gibt wie beides, also wir können nicht das eine ausspielen gegen das andere. Ich denke, es braucht eben diesen typischen Zeitgeschmack, das ist schlussendlich auch das, an was wir uns zurückerinnern und sagen, die 80er Jahre, ich kann sie nicht mehr sehen, aber unsere Kinder können es dann vielleicht, finden es wieder toll. Und so dieser Zeitgeschmack gehört doch sehr zu unserer, sage ich mal, Kultur, dass man einen Zeitgeschmack ausdruckt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es darf nur das oder nur das sein. Es braucht wie die Vielfalt auch, je nach Nutzung, je nach Funktion. Und wenn es halt dann in 20 Jahren alle sagen, schrecklich, dann wird es halt wieder überdeckt, wie Theo van Doesburg, wurde 10 Jahre später wieder zugemacht. Ja. Also ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht in Beliebigkeit kommen. Genau. Also das ist dann eben die Gegenseite. Und wir müssen ja schauen, dass wir mit unserer Gestaltung eben präzise werden und nicht einfach beliebig. Aber wie sieht das denn zum Beispiel aus? Architektur macht ja auch viel im Ausland. Wie sieht das denn im internationalen Vergleich auch aus? Also es ist natürlich so, dass die Designhaltung jetzt zum Beispiel in der Schweiz relativ puristisch ist. Relativ langlebig ist. Und wenn man das mit London vergleicht, wo die Post abgeht, what the fuck is Heimat, gedacht und gelebt und gebaut und wieder renoviert wird, das ist schon ein grundsätzlicher Unterschied. Hat sehr wahrscheinlich auch mit der Urkultur zu tun, dass wir uns gerne bescheiden und langfristig einrichten und andere Kulturen wie Milano oder London oder diese Städte auch viel mehr mit der Mode, in der Modeindustrie leben und eben diese temporären
Inszenierungen zelebrieren. Ja. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, die wir haben. Auf der einen Seite wollen wir ökologisch korrekt sein. Wir reden über Nachhaltigkeit, über eine Langlebigkeit vom Produkt. Nichts ist so ökologisch wertvoll wie die Nachhaltigkeit oder die Langlebigkeit von einem Produkt. Und auf der anderen Seite gehen die Mietzeiten in einem Office-Gebäude auf 2 Jahre runter. Das wird alles weggeschmissen und wird wieder neu eingerichtet. Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das ist die ganz, ganz große Herausforderung unserer Gesellschaft. Wir wollen alle ressourcenschonend arbeiten. Auf der anderen Seite wollen wir alle 2 Jahre was Neues erleben. Und ich glaube, da hat das nicht beliebige Bestand, aber ich glaube, es muss veränderbar sein, das Transversale einzusetzen von Produkten, von Räumen, von Mehrfachnutzung. Ich glaube, das kann wieder die Spannung eingeben in ein Gebäude und in einen Raum rein. Ich glaube, es ist nicht nur eine Funktion, die er abbilden muss, sondern es ist diese Wandelbarkeit, die man ein Stück weit abdecken soll, um eben darauf reagieren. Weil wir können lang diskutieren über Qualität und über Hochwertigkeit und nicht beliebig sein. Wenn wir es dann nach 2 Jahren wegschmeißen und was Neues wollen, dann sind wir irgendwann mal nicht mehr da, weil das Geld wird irgendwann nicht mehr ausgegeben, um daran zu glauben. Und das ist, glaube ich, dieser Widerspruch, der im Moment da ist, den es zu lösen gibt. Und wenn ich eine Antwort hätte, dann wäre ich glücklich drüber. Ich habe leider keine. Ja, gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Sie haben jetzt die Chance, wir haben 5 wunderbar inspirierende Referenten. Stefan Kadosch. Ja, ein wunderbar inspirierender Abend der Innenarchitektur. Es kommt ein Mikrofon, sehe ich gerade. Dankeschön. Ein wunderbar inspirierender Innenarchitekturanlass. Ich habe heute viel gelernt und viel Inspiration mitgenommen. Herzlichen Dank. Leider der große Wermutstropfen. Ich entdecke keinen einzigen Architekten im Publikum. Was sind eure Konzepte, dass wir solche Dinge wieder mehr gemeinsam machen? Ich seh hier ganz starken Protest. Hier sind die Architekten. Ich entschuldige mich. Sogar Kollegen. Und wir haben auf dem Podium sogar eine Mischung aus es gibt auch Mischungen aus Architekten und Innenarchitekten, aber wenn ich das so ein bisschen, wir haben ein Vorgespräch geführt, hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es adelt die Innenarchitekten auch, wenn sie noch sagen können, ich bin auch Architekt, so ähnlich eigentlich wie bei den Bauingenieuren, wenn sie dann sagen, wenn sie sehr, ich denke an Werner Sobeck in Deutschland, der ursprünglich ein Bauingenieur ist, der ist jetzt aber auch Architekt und in Deutschland ist das ja auch noch ein geschützter Titel. Ist das so? Ist das eine Adelung für einen Innenarchitekten, wenn er auch Architekt ist? Macht das das Leben leichter oder macht das den Zugang zu Aufträgen leichter? Oder wie ist die Zusammenarbeit zwischen Architekten und Innenarchitekten? Ja, ich glaube, da sind wir in der Schweiz ganz locker. Ja. Da haben wir nicht so das Thema wie in Deutschland, wo wir dann Ingenieur werden und dann, wenn wir uns dann adeln, dass wir dann Architekten werden. Also, Stefan Kadosch, habe ich ein gutes Auskommen. Ich glaube, wir respektieren uns. Ich glaube, Architekt ist in der Schweiz auch ein Überbegriff für verschiedene Berufsgattungen. Ja. Und ich glaube, es gibt einfach innerhalb des Architektenbegriffs oder Architektinnenbegriffs Spezialisierungen und die Innenarchitektur ist eine Spezialisierung innerhalb des Themas der Architektur. Und wir haben auch die Landschaftsarchitekten und wir haben die Hochbauarchitekten und wir haben eben Architekten als genereller Begriff. Und also das sehe ich eigentlich ganz locker, das sehe ich jetzt gar nicht so verkrampft. Und du machst nicht die Erfahrung, dass manchmal die Architekten denken, wofür braucht es die Innenarchitekten, das mache ich doch mal eben mit, die Möbel bestellen. Ja, wenn sie es gut machen, ist doch das super. Ja. Also ich muss ein bisschen intervenieren, also das ist meine Frage nicht beantwortet. Ja. Der Abend ist so toll, ich hätte gerne hier 100 Architekten mehr. Was machen wir dafür? Ja. Danke. Was machen wir dafür? Vielleicht kriegen wir das nächste Mal um mittags um 2 Uhr eine Veranstaltungszeit und nicht abends um 5. Dann hätten wir vielleicht hier auch noch mal den Saal ein bisschen mehr mit Architekten füllen können. Gut, gibt es weitere Fragen? Ich sehe, da hinten ist eine Frage. Also hier ist sogar eine Bauingenieurin. Dankeschön. Ja, gibt es weitere Fragen oder Bemerkungen aus dem Publikum? Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit. Da hinten ist ein Herr.
Ja, ich bin Architekt und ich möchte noch Ergänzungen machen zu meinem vom Begriff Heimat. Für mich kann auch ein Innenraum ein Heimatgefühl ausstrahlen. Also ich habe, ich weiß, ist das sicher bei einigen Leuten hier im Raum auch der Fall, dass ich gerne an Orte gehe, die mir vertraut sind, die mir eine Atmosphäre bieten. Das können Inneneinrichtungen genauso sein wie ein Gebäude im Raum oder ein öffentlicher Raum, wie er gestaltet ist. Und so finde ich es eigentlich ein bisschen tragisch, dass Innenraumgestaltungen meistens dann kurzlebig sind und nur auf den Betreiber ausgerichtet sind oder für eine Firma. Wenn die Firma auszieht, wird der Raum dann umgestaltet und verliert eigentlich die Identität, die viele Leute eine Art Heimat gebildet hat. Man kennt das ja vom Odeon oder von sonstigen Lokalen, die einen starken Charakter haben oder die auch ein Handwerk wiedergeben. Man kennt das aus den Räumen, die dann später im Museum landen, einfach ausgebaut. Aber sie sind ein Teil auch der Kultur, ein Zeitzeuge und das ist ein Teil der Identität vom Wirken der Menschen in ihrer Zeit. Ja, das ist eine gute Frage. Was wird damit, wenn andere Nutzer kommen? Was könnte es da für Lösungen geben? Wie gesagt, ich habe schon eben erwähnt, teilweise gibt es Museen, die so Interieurräume haben, aber das ist natürlich quantitativ sehr begrenzt. Was gibt es da für Lösungsansätze? Ich glaube, das Schöne ist ja, dass wir meistens Prototypen erarbeiten. Ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung, sondern jeder Raum ist anders, jeder Benutzer funktioniert anders und das ist ja auch das Schöne eigentlich, dass die Räume und die Menschen, die darin leben, unterschiedliche Bedürfnisse mit sich bringen. Frau Amestutz? Ja, kann mich anschließen. Also Prototyp gut, alles gut, oder? Also ich fände es schade, wenn es museal wird. Ja. Es muss weiterleben und egal. Also es lebt ja irgendwie immer weiter. Also ich habe ein Beispiel gesehen, Haus Tannen, ich wollte es heute noch zeigen, hatte leider keine Zeit. Haus Tannen, ein 700-jähriges Bauernhaus, wurde jetzt Ferien im Baudenkmal. Und wir waren da, als ich klein war, waren meine Eltern, unsere Familie war da immer in den Ferien, jedes Jahr in diesem uralten Haus. Und natürlich, ich habe Erinnerungen daran und wir haben uns überlegt, sollen wir jetzt mal in dieses neu umgebaute Tannenhäusli in die Ferien gehen mit der Familie wieder mal. So, ich habe Erinnerungen daran, es ist jetzt, ich finde es schön, dass das Gebäude noch gibt, so wie es erhalten bleibt. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Teil von meiner Identität, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde es schön, dass das eigentlich so ein altes Bauernhaus bis heute überlebt hat. Und es hat aber immer gelebt. Es war immer bewohnt und zugebaut und umgebaut und weiter benutzt worden. Das finde ich toll eigentlich an Gebäuden. Ja, nicht musealisieren. Aber genau das ist ja die Herausforderung, wenn wir über Identität reden, für einen Raum, für eine Firma, für ein Wohnzimmer, für wie auch immer, da geht es ja immer um die Menschen, die das bewohnen, die da drin arbeiten, die das nutzen. Und das ist das Spiegelbild derer Identität. Und ich glaube, wenn die dann ausziehen, wenn die weggehen, wenn da Veränderung kommt, kommen neue Menschen in, die eine andere Identität haben, die was anderes zum Ausdruck bringen wollen. Und ich glaube, das ist einfach jetzt mit der Zeit gehen, um dementsprechend diese Identität wieder sichtbar machen. Ich kann, glaube ich, nicht eine Identität von dem einen auf den anderen übertragen, sondern es ist immer der Ausdruck von der Community, von der Familie, von der Firma, die da drin wirkt und die da drin arbeitet, lebt oder was auch immer tut. Ich würde anknüpfend daran gerne die Schlussfrage stellen, wo ich bitten möchte, einfach von links nach rechts, dass jeder die beantwortet. Und zwar würde ich gerne die Frage stellen, welchen Anteil hat der gestaltete Lebensraum an unserer Identität und welchen Anteil hat die Innenarchitektur innerhalb des gestalteten Lebensraums? Wenn man das jetzt mal so, macht man immer ungern, aber wenn man das jetzt so prozentual ausdrücken würde,
welcher Teil unserer Kultur, unserer Identität ist Baukultur und innerhalb dieser Baukultur, wie viel Prozent sind da Innenarchitektur? Thomas. Gut, Zahlen zu nennen sind eine schwierige Sache. Ich glaube, das ist weniger entscheidend, aber die Frage ist dann schon, was ist eigentlich unsere wahrnehmbare Identität? Und ich glaube, da ist der gebaute Raum der entscheidende Faktor. Also alles, was uns umgibt, sind wir jetzt hier drin oder sind wir auf der Straße, sind wir im Tram, das ist immer gebauter Raum und der prägt unsere Identität. Und Identität hat mit Erinnerung, hat mit Geschichte zu tun, hat mit Positionierung zu tun, in welchem Raum bewege ich mich. Und da glaube ich, da hat die Baukultur eben sehr viel damit zu tun, ob wir uns wohlfühlen und ob wir uns eben, verwende ich den Begriff Heimat, oder ein sehr weit Begriff, gefasster Begriff von Heimat, entdecken oder spüren können. Insofern glaube ich, dass eben die Innenarchitekten für diesen Teil der Baukultur und für diesen Teil der Identität ein wichtiger Akteur in diesem Bereich ist, um das zu erhalten und das zu leben und das qualitativ hochwertig zu bespielen. Aber ich muss natürlich auch sagen, wir sind sicher nicht die Einzigen. Also der Markt besteht aus verschiedenen Akteuren und verschiedenen Menschen, die dazu beitragen. Das sind nicht einfach nur die Innenarchitekten. Diese Anmaßung möchte ich jetzt hier nicht geben. David Marquardt. Ich finde es zahlenmäßig einfach. Das ist 100 und 100. Okay. 100 für die Architektur und 100 für die Innenarchitektur. Das muss ich natürlich sagen, weil es geht ja auch etwas darum, das zu promoten, dass dann die Architekten auch kommen. Ich glaube einfach, es hat mit Fristen zu tun. Eine Architektur, die gebaut ist, überlebt vielleicht 100 Jahre. Eine Innenarchitektur vielleicht auch weniger lang. Kommt ein bisschen auf die Qualität der Geschäftsidee auch drauf an. Wenn ich einfach nicht gut koche, kann ich das dreimal umbauen. Und wenn keine Leute kommen, muss ich zumachen. Und ich glaube, dass diese Identität der stiftende, diese Räume innen und außen und Landschaft eigentlich unsere Umgebung sind, unsere erweiterte Kleidung und von daher ist das unser Lebensraum und ich würde den als mit sichtbaren und unsichtbaren Elementen als sehr, sehr hoch einstufen. Sibylle Amstutz. Also wenn ich jetzt die Frage nochmal spiege, ich muss... Ja. Also welchen Anteil an unserer Identität hat der gestaltete Lebensraum? Und welchen Anteil innerhalb der Baukultur hat dabei die Innenarchitektur? Also wenn ich davon ausgehe, wenn ich jetzt von meiner Identität ausgehe, bin ich natürlich sehr stark geprägt von vielen, vielen anderen Faktoren. Es ist schwierig, das in Prozentzahlen auszudrücken, was der Raum schlussendlich macht. Ich habe mir die Frage auch noch nie so gestellt. Ich hätte jetzt Mühe, aber ich sehe natürlich, ich wurde irgendwann erzogen, habe eine Schule besucht, das prägt auch meine Identität, so wie ich heute bin. Und was dann der Raum ausmacht, schwierig. Kamgasa. Ja, ich glaube, wir sind ja alle nicht neutral. Oder ja. Wir sind ja alle Berufs... ja, was sind alle da, um ihre Meinung zu sagen? Genau. Aber ich denke schon, Räume prägen uns extrem. Wir wohnen, es ist wichtig, dass wir uns wohlfühlen, dort, wo wir wohnen. Ich mag den Begriff eigentlich Heimat nicht so gern, weil ich kann mich an unterschiedlichen Orten wohlfühlen, in einem Café, in einem anderen Land. Und es tut mir gut, mich in schönen Räumen aufzuhalten. Und ich weiß auch nicht, wie oft wir uns pro Tag im Innenraum aufhalten, aber ich denke schon, es ist sehr wichtig. Und ich glaube aber auch, diese Grenzen von Innenarchitektur, Architektur, die sind sehr offen und schwammig und nicht so fließend, oder? Sie sind fließend und nicht so eingeschränkt. Und von dem her denke ich schon, Räume und öffentliche Räume, private Räume, die prägen uns sehr. Heiko Stahl. Ich glaube und ich hoffe, dass das, was ich beeinflussen kann, dass es zu 100% meiner Identität entspricht. Dass das, was da sichtbar ist, dass die Innenarchitektur, der Raum genau das ist, was ich ausmache und dass ich mir nicht was aufsetzen lasse, um irgendwie Teil von irgendwas zu sein. Prozentual auszudrücken, fällt mir schwer. Ich hoffe, dass es ein Miteinander ist, der Architektur, der Innenarchitektur. Wir erleben es, dass es sehr oft ein Miteinander ist. Wir erleben es aber auch, dass es ab und zu nicht immer unbedingt einen Konsens gibt, wenn es um sowas geht. Aber das Schöne ist wirklich, dass je mehr
Kollaboration das reinkommt, desto mehr kommt man zu den 100 und sagt dann auch ganz gern, dass man, wenn man die 100% bei beidem schafft, dann ist genau das, um was es geht, warum dass wir hier sind und was wir, glaube ich, erreichen wollen. Dieses Miteinander, diese Kollaboration, dieser Austausch, um das zu bauen und sichtbar zu machen, das ist, glaube ich, das Wichtige, dahin zu kommen. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne, es ist schon in der letzten Runde über das Wort Kleidung gefallen, noch eine andere Antwort auf diese Frage vorlesen, und zwar ein Auszug aus einem Gedicht von 1950. Damals gab es auch noch nicht so diese Diskussion um politische Korrektheit, also es gibt einen Begriff, da dürfen Sie mich nicht verhaften, aber ich lese Ihnen vor, und Hintergrund ist vielleicht Berliner Mietshaus. Gottfried Benn, Fragmente. Ausdruckskrisen und Anfälle der Erotik, das ist der Mensch von heute. Das Innere ein Vakuum, die Kontinuität der Persönlichkeit wird gewahrt von den Anzügen, die bei gutem Stoff 10 Jahre halten. Der Rest Fragmente, halbe Laute, Melodienansätze aus Nachbarnhäusern, Neger, Spirituals oder Ave Marias. Ich danke den Referenten nochmal ganz herzlich und Ihnen, dass Sie am späten Freitagabend noch das Interesse gefunden haben zu kommen. Ich lade alle ein, die mit zu Vitra möchten, rauszugehen, dann rechts und rechts, da sind die beiden Busse. Es an sich ist ausgebucht, aber es gibt ja auch immer No-Shows, also wer noch mit will, dem kann sicher der Thomas Wachter noch eine Möglichkeit verschaffen. Allen, die nicht mehr mitkommen können, wünsche ich jetzt schon einen guten Heimweg und schönes Wochenende. Vielen Dank.